Hallo YouTube und hi an die Abonnenten. Hier habt ihr Teil 2 von der Halloween-Dekoration. Ich hoffe, euch hat Teil 1 gefallen. Einige Kommentare waren da ja schon. Und wenn ihr was kaufen wollt, ich habe alles auf Amazon verlinkt. Kauft dort, unterstützt mich und los geht's. Das teuerste Produkt war dieses Skelett für 12 Euro. Es besteht aus über 12 Teilen und wirkt extrem authentisch. Ich habe daraus einen Tatort gebastelt. Geliefert wird es im Netz, damit lässt sich fast alles dekorieren. Es wird von mir von oben mit LEDs angeleuchtet, damit es gruseliger wirkt. Direkt drumherum ist ein Stacheldraht aus Kunststoff. Die Qualität ist super und daraus lässt sich sehr viel machen. Ich hab's um den Kopf des Skeletts gewickelt, damit es so aussieht, als wäre er darin gefangen gewesen. Daher auch mein kleiner Tatort. Hier seht ihr meinen Nachttisch und eine Nachttischleuchte. Insgesamt habe ich zwei Artikel verwendet. Einmal abgehackte Finger und Spinnen. Die abgehackten Finger kosten 5 Euro und können überall verwendet werden. Ihr könnt damit beispielsweise euer Essenstisch dekorieren. Die Spinnen gibt es im 40er Pack. Ich habe einige davon auf meine Lampe gelegt, damit es so aussieht, als würden die sich da ansammeln. Ein paar davon liegen auch beim Skelett und auf den Tisch. Die Tischdekoration ist ganz einfach. Hierbei handelt es sich um Reagenzgläser bzw. Shotgläser. Einfach ein Schuss Alkohol rein und bei der Party wegsaufen. Es sind 6 Gläser mit jeweils 2 cl Inhalt. Sie bestehen aus Kunststoff, sind bruchfest und riechen nicht chemisch. Da befinden sich auch diese Pappbecher. Sie kosten ca. 2 Euro und bieten eine blutige Handfläche als Motiv. Ein perfekter Partygag, ich habe sie hier als Deko stehen. Die Tischdecke ist ähnlich wie die Decke am Anfang des Videos. Hier sehen wir aber blutige Flecken. Eigentlich ist sie für einen langen Tisch gedacht. Ich habe sie einfach gefaltet und den kleinen Tisch dekoriert. Du kannst sie aber auch zerschneiden, der Stoff kann keine Fäden ziehen. Außerdem ist der Preis sehr gering, es ist eher eine Wegwerfdecke. Weiter geht's mit dieser blutigen Hand. Sie wird in einer schönen Verpackung geliefert. Es wirkt so, als wäre sie frisch vom Metzger bzw. Menschenhändler. Ein genialer Gag. Die Größe ist einer echten Hand nachempfunden und sieht sehr gut aus. Ich empfehle, sie nicht auszupacken und so zu lassen, damit sie authentisch wirkt. Dieses Herz habe ich vergessen zu verwenden. Es ist ziemlich glibbrig und sieht genial aus. Die Details sehen sehr gut aus, auch wenn das Herz relativ klein ist. Ich werde es entweder auf den Tisch oder jemanden ins Glas legen. So, meine Freunde, das war's auch schon wieder. Das war Teil 2 der Dekoration. Da wird noch ein wenig was kommen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Wenn ihr Anregungen habt, in die Kommentare. Und das war wieder euer Chris und bis zum nächsten Video.